Muss errechnen. Jetzt haben wir einen befristeten Arbeitsvertrag mit Sachgrund uns schon mal darüber unterhalten. Zeigen Sie uns mal die vier wichtigsten Klauseln, die also daraufhin im Gegensatz zu einem normalen Arbeitsvertrag in einem befristeten Arbeitsvertrag sein müssen, und zwar mit Sachgrund. Genau, vier Sachen. Darauf müssen Sie immer achten, liebe Arbeitgeber. Ansonsten geht das Ding in Richtung unbefristeter Arbeitsvertrag. Bleiben Sie dran. Genau, wir gucken uns mal diesen Arbeitsvertrag an. Im Gesetz selbst steht in Paragraph 14 relativ wenig drin. Da steht einfach nur drin, dass die Befristung eines Arbeitsvertrags bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Okay, das war's. Den Rest hat eben das, hat eben, haben die Gesetzgeber uns überlassen, den Juristen und den Richtern und so weiter. Wir gucken uns das mal an. Das ist ein befristeter Anstellungsvertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und dort müssen rein als erstes Zeit Anfang und Ende. Das heißt, der Arbeitnehmer wird für die Zeit von bis eingestellt. Also da muss ein Anfangsdatum und Enddatum muss drin sein. Dann zweitens, das Arbeitsverhältnis ist aus folgenden sachlichen Gründen befristet. Ich habe die wirklich da einmal aufgenommen in den Verträgen. Warum? Damit ich das mit dem Arbeitgeber immer gleich besprechen kann und hier wirklich diese ganzen einzelnen Alternativen und dann bitte das Zutreffende ankreuzen, damit man sozusagen alle Alternativen hat. Und damit der Arbeitgeber dann auch sieht, okay, es bringt nichts, das können wir alles im Streitfall nicht vorbringen und dann ist es ja eh ein unbefristeter Vertrag. Es gibt natürlich ja auch noch den anderen, so von der Rechtsprechung anerkannte sachliche Gründe, was auch immer das ist. Drittens, das Arbeitsverhältnis endet automatisch mit Ablauf der angegebenen Frist, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Schreiben Sie das ruhig wirklich nochmal rein, damit es beiden Seiten klar ist. Einer Fortsetzung der Arbeit über den Beendigungstermin wird hiermit rein vorsorglich widersprochen. Schreiben Sie das ruhig rein, auch wenn Sie dann in den anderen trotzdem sagen, ja, eine Befristung endet zwar am 31., aber kommt es am 1. und 2. nochmal rein, weil wir haben da noch ein paar Nacharbeiten. Damit entsteht ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit dem Vorname der Arbeit und wenn Sie ihn angewiesen haben, dass er reinkommen soll, das dürfen Sie nicht machen. Vierte Klausel, das Arbeitsverhältnis kann beiderseitig mit der gesetzlichen Kündigungsfrist hier gekündigt werden, Augenblick, gesetzliche Kündigungsfrist gekündigt werden. Warum schreibe ich das noch rein? Weil, und das ist nochmal der Paragraph, den möchte ich Ihnen gerne nochmal ganz zum Schluss hier nochmal zeigen. Dieser Paragraph, und zwar haben wir den Augenblick, jetzt muss ich mal kurz hier mich zur Seite schieben, und zwar haben wir dort einen Paragraphen 620 BGB. Und der Paragraph 620 BGB, der sagt, wie ein Arbeitsverhältnis beendet wird. Und da sehen Sie, das Dienstverhältnis endet mit Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist. Also es ist sozusagen das Gesetz sieht selbstbefristete Arbeitsverträge vor. Und ist die Dauer des Arbeitsverhältnisses bestimmt noch aus der Beschaffenheit zu entnehmen, so kann jeder Teil des Arbeitsverhältnisses kündigen. Das heißt, entweder wir haben eine Zeitbefristung auf Zeit und man kann nicht kündigen, oder wir haben einen unbefristeten Arbeitsvertrag und den kann man kündigen. Beides sieht das Gesetz vor. Aber was ist dazwischen? Wir haben einen befristeten Vertrag und dort haben wir eine Kündigungsmöglichkeit noch zusätzlich rein vereinbart. Also es ist eine Mischung aus unbefristeten Arbeitsvertrag und befristeten Arbeitsvertrag. Das ist raffiniert und das ist clever. Und deswegen haben wir hier die vierte Klausel, die ist natürlich sehr arbeitgeberfreundlich und ich schäme mich auch ganz doll dafür, dass ich Ihnen gezeigt habe. Aber Arbeitnehmer, Sie müssen sie ja nicht, Sie müssen sie ja letztlich nicht unterschreiben. Also damit fasse ich nochmal zusammen. Wir haben vier Klauseln. Erstens mal, schreiben Sie bitte rein, dass das Ganze, wann das endet, wann es beginnt und wann endet, welchen Grund Sie haben. Und dann natürlich noch, was passiert, wenn sozusagen die Zeit zu Ende ist und dass man noch zwischendrin auch nochmal kündigen kann. Und das ist ein sehr, sehr arbeitgeberfreundlicher Arbeitsvertrag. Aber vielleicht kriegt man damit auch keine Arbeitnehmer. Ne? Kann natürlich auch sein, weil die sagen sich natürlich mit diesem bösen Arbeitsvertrag, das nehmen wir nicht an. Das ist die bittere Pille. Gut, Dankeschön. Und damit gucken wir uns als nächstes jetzt an, was für eine zweite Alternative noch vorliegt, nämlich die ohne Sachgrund. Da haben wir nämlich kein Problem mit diesem blöden, unbestimmten Rechtsbegriff. Bleiben Sie dran, bis gleich.